eine Illustrator-Datei mit After Effects animieren und später auf eine Website publizieren. Ich zeige euch, wie es geht. Mein Name ist Demian Fenske und damit herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Ich möchte für meine Website eine 404 Error Page gestalten und damit das nicht ganz so unpersönlich und langweilig rüberkommt, habe ich mir überlegt, setze ich eine Animation auf die Mitte der Seite und zwar ein grasendes Pferd, was ein bisschen treudoof und gelangweilt durch die Gegend schaut und dann hoffentlich unsere Nutzer dazu bewegt, die Seite nicht zu verlassen. Alles, was du dafür brauchst, ist Adobe Illustrator und After Effects und noch ein paar Plugins von Lottifiles, damit du das nachher auch in ein Skript umwandeln kannst, was dann von der Website gelesen werden kann. Ich nutze dafür WordPress und Elementor, es geht aber auch mit WordPress und Divi. Und wenn du Lottifiles benutzt, hast du noch den Vorteil, dass diese Skripte, die daraus erstellt werden, auch noch auf nativen Apps funktionieren, also auf iOS und Android. Genau, das Erste, was wir machen, ist natürlich die Illustration. Ich habe die jetzt im Vorfeld schon gemacht, das würde sonst den Rahmen von dem Video sprengen. Ich kann dazu aber gerne mal ein gesondertes Video noch machen. Und dazu gehen wir jetzt in Illustrator. So, wie ihr seht, ist hier das Pferd, was ich erstellt habe. Also das Pferd hat schon so einen Grashalm im Mund und den möchte ich nachher so ein bisschen animieren. Vielleicht will ich auch noch die Augen, dass sie sich einmal kurz so schließen, animieren und auch noch den Pferdeschwanz vielleicht so leicht bewegen lassen. Das Ganze steht jetzt hier auf so einer Grasfläche. Es hat sehr kantige Beine, es ist sehr, sehr einfach gehalten. Wenn ich jetzt nochmal kurz auf die Fahrtansicht umschalte, also mit Command und Y, dann sehe ich, dass es wirklich kein Hexenwerk ist. Das sind einfach nur ein paar Farbflächen und nichts weiter. Wenn ihr jetzt solchen Farbflächen noch eine Kontur geben würdet, würde das auch noch funktionieren. Aber von so etwas wie Schatten oder anderen Effekten würde ich erstmal abraten. Also wirklich nur ganz simpel erstmal probieren. Diese Datei, die lege ich euch auch noch als Download mit in die Videobeschreibung. Und dann könnt ihr damit auch gerne rumprobieren und die frei verwenden. Wenn ihr euch eine eigene Error-Page gestalten wollt, dann dürft ihr das gerne benutzen. Genau. Und das Ganze muss ich jetzt für After Effects vorbereiten, damit ich das importieren kann. Und ich habe jetzt hier nur eine Ebene. Wenn ich das so in After Effects importieren würde, dann würde ich nur eine Ebene haben. Aber ich brauche diese einzelnen Bereiche, also diese Unterebenen. Wenn ich das jetzt hier öffne, dann sehe ich die ganzen Unterebenen. Die brauche ich eben auch in After Effects als eine Hauptebene. Und deswegen markiere ich jetzt diese erste Ebene hier und klicke auf diesen Kreis hier und damit wähle ich alle Pfade aus. Danach gehe ich auf die Ebeneneinstellung hier, auf dieses Burger-Menü-Icon und sage hier Ebenen für Objekte erstellen, Sequenz. So, jetzt hat er leider nicht alle Namen übernommen, aber ich habe jetzt alle Ebenen als eigene Ebene. Ihr seht nur, dass es immer noch unter dieser Hauptebene ist und jetzt muss ich mir alle unteren Ebenen hier markieren. Dazu klicke ich die erste an, gehe ganz runter und halte Shift gedrückt und klicke dann auf die letzte Ebene und dann ziehe ich per Drag and Drop einfach auf die leere Fläche und habe alles als eine Hauptebene. Jetzt habe ich ganz oben eine leere Ebene, die kann ich einfach rauslöschen und was ich dann noch empfehlen würde ist, die Bereiche, die ich animieren möchte, also zum Beispiel hier den Mund irgendwie oder den ganzen Kopf, würde ich mir noch hier in den Ebenen markieren und umbenennen, damit ich das nachher in After Effects leichter wieder finden kann. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach die Sachen markieren, die ich haben will, dann markiert er mir hier direkt die Ebene und ich benenne das dann kurz um. So, ich habe mir jetzt alle Ebenen benannt und vielleicht noch ein Tipp für euch, wenn ihr Transparenzen mit abspeichern wollt in euren Ebenen, dann ist das zwar möglich, aber ihr müsst das nachträglich in After Effects nochmal neu die Deckkraft reduzieren. Das funktioniert nicht ganz so einfach bei der Interpretation von After Effects, deswegen wir machen jetzt einfach hier mal eine neue Ebene, nennen die in Transparenz um und hier setze ich mir jetzt einfach mal eine Fläche drüber, der gebe ich eine Deckkraft bzw. Transparenz von 20%. Die Zahl muss ich mir dann auch entsprechend merken. Jetzt schließe ich das. So, und als nächstes speichere ich die Datei einfach nur noch als AI-Datei ab. Dazu gehe ich auf Datei, Speichern unter und benenne das eben noch in Pferd Ebenen. Sag Speichern. Das von den Einstellungen her passt das so. Und sag OK. So, und jetzt können wir die Datei eigentlich schon in After Effects importieren. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist After Effects vorbereiten und zwar mit den Lottifiles Erweiterung. Und um die installieren zu können, brauchen wir wiederum einen ZXP-Installierer oder Installer. Und dazu gehen wir auf diese Seite. Diese Links zu den Seiten setze ich unten in die Videobeschreibung. Und auf dieser Seite hier seht ihr direkt zwei orangene Buttons. Einmal für Mac OS X und einmal für Windows runterladen. Ich lade das jetzt für Mac runter. Es dauert einen kleinen Moment. So, die Datei ist runtergeladen. Dann können wir dieses Fenster hier auch schließen.
Und dann brauchen wir natürlich noch die beiden Erweiterungen. So, und das einmal hier von Lottie, das Body Movin ZXP. Und das kann ich hier auf GitHub auf dem Download-Button runterladen. Das mache ich jetzt auch. So, und dann brauche ich noch eine zweite Erweiterung, auch von Lottie. Das kriege ich direkt auf den Lottie-Files. Und wenn ihr die Seite aufruft, sollte der Download eigentlich direkt automatisch starten. Falls nicht, könnt ihr einfach hier klicken. Und auch die Datei ist jetzt runtergeladen. So, das erste, was wir tun müssen, ist diesen ZXP-Installer installieren. Jetzt gehe ich in die Downloads rein und öffne den ZXP-Installierer, und zwar diesen hier. Mache einen Doppelklick drauf. Genau, und dann setze ich einfach den Installer in die Applications. Und damit sollte es eigentlich schon getan sein. Jetzt kann ich den einfach öffnen. Ich öffne den bei mir über das Launchpad. ZXP. So. Geöffnet. Genau. Und jetzt seht ihr schon, ich kann jetzt hier per Drag and Drop einfach diese beiden Erweiterungen nach und nach einfügen. Ich mache das einzeln, einfach damit ich sicher bin, dass er auch beide installiert. Ich sage jetzt hier installieren. Jetzt muss ich mein Passwort eingeben. Okay, es wurde erfolgreich installiert. Jetzt brauche ich noch die zweite Erweiterung, das Body Movin ZXP. Und auch das wird installiert. Der Drag and Drop hier reingeschoben. Und install. Und auch das ist fertig. Wunderbar, jetzt können wir eigentlich dieses Fenster hier schließen. Ich glaube, ich brauche auch diese Erweiterung nicht mehr, kann das hier direkt rauslöschen. Dann in After Effects. So, und als nächstes prüfen wir, ob beide Erweiterungen erfolgreich installiert wurden. Dazu gehe ich unter Fenster, Erweiterungen, und hier müssten dann beide Einträge zu den ZXP-Dateien sein. Falls das bei dir nicht der Fall ist, dann kann es sein, dass du eine aktuellere Version von After Effects benutzt. Soweit ich weiß, funktioniert die Lottie-Files-Datei nicht mit After Effects 2021. Deswegen benutze ich hier die Version aus 2020. Das ist genau genommen die Version, Moment, ich rufe es kurz auf, 17.7. Und die kannst du auch installieren, indem du auf die Creative Cloud gehst. Und hier siehst du schon, ich habe beide Versionen, also die 18-Version ist die aus 2021 und die Version 17.7 ist die aus 2020. Und danach müssen wir noch den Netzwerkzugriff auf die Skripte zulassen. Das machen wir unter Voreinstellung, unter Skripterstellung und Expressions. Und dort wählen wir einfach diese Checkbox hier an. Skripte können Dateien schreiben und haben Netzwerkzugriff. Sagen OK. So, und als nächstes gehe ich unter Fenster, Erweiterungen, Lottie-Files. Es öffnet dann dieses kleine Fenster hier. Und hier werde ich jetzt aufgefordert, mich einzuloggen oder zu registrieren. Der Account bei Lottie-Files ist kostenlos. Ich habe das für meinen Teil schon getan, deswegen klicke ich jetzt hier auf die Schaltfläche Login to Lottie-Files. Das öffnet dann den Browser. Und hier wird mir jetzt einfach angezeigt, dass ich schon eingeloggt bin bei Lottie-Files in der Extension von After Effects. Und falls das nicht ganz funktioniert, dann kann ich mir noch diesen Code hier kopieren, indem ich hier auf diese Schaltfläche klicke. Und dann gehe ich wieder zurück in After Effects. Und hier steht schon, falls ich Probleme habe bei dem Anmelden, dann kann ich einfach Login using Access Code klicken. Und hier kann ich jetzt diesen Code einfügen. Dann sage ich Login to Lottie-Files. Dann lädt er kurz und das ist die Ansicht, die ihr braucht. So, und jetzt können wir endlich anfangen, unsere Animation zu erstellen. Und dafür gehe ich auf Ablage, Importieren, Datei und wähle die Datei mit den Ebenen aus und sage hier noch bei Importieren als Komposition Ebenengröße beibehalten. Und jetzt kann ich hier einen Doppelklick auf die Komposition machen. So, und jetzt sehe ich, dass alle Ebenen aus Illustrator importiert wurden. Und jetzt kann ich mir alle auswählen, indem ich die oberste auswähle, Shift gedrückt halte und die unterste anklicke. Und jetzt muss ich das alles in eine Formebene erstellen und das mache ich unter Ebenen, Erstellen und Formen aus Vektorebene erstellen. So, alle Ebenen mit diesem Stern hier vorne dran, das sind die After Effects Formebenen. Die muss ich behalten und die Illustrator-Dateien Ebenen kann ich rauslöschen. Das heißt, die wähle ich mir einfach alle einzeln aus. Ich kann mir gleich mehrere auswählen, indem ich Command gedrückt halte oder auf Windows wäre das dann STRG. Und jetzt wähle ich mir einfach alle Ebenen aus, die ich nicht mehr brauche. So, jetzt habe ich alle markiert und jetzt kann ich die einfach mit Delete oder Entfernen rauslöschen. So, und jetzt habe ich nur noch die Formebenen. Und jetzt seht ihr, dass diese transparente Ebene, die ich vorhin zum Test angelegt habe, nicht mehr transparent ist. Jetzt kann ich das durch die Ebeneneinstellungen hier wieder zurückholen, indem ich unter Transformieren gehe und dann hier die Deckkraft wieder auf 20% setze. So würde das funktionieren. Ist es zwar ein bisschen umständlicher, aber es geht.
Und da ich diese Ebene jetzt nicht mehr brauche, kann ich die einfach wieder rauslöschen. Sieht jetzt hier noch ein bisschen verpixelt aus. Später nach dem Exportieren sieht das wieder alles super aus, weil es sind alles Vektorebenen. Von dem her, diese Pixel sehen wir jetzt nur hier in der Vorschau. So, und jetzt passe ich mir erstmal noch die Kompositionseinstellung an. Ich mache hier einen Rechtsklick auf die Komposition, gehe auf Kompositionseinstellungen und hier setze ich erstmal von 30 Frames pro Sekunde auf 60 hoch. Das ist besser für Smartphones, damit es da auch flüssige Bewegungen sind. Und die Dauer der Komposition brauche ich keine 30 Sekunden. Ich glaube, hier reichen mir erstmal 5 Sekunden. Ich kann das auch nachträglich noch verändern. Hier vielleicht noch wichtig zu erwähnen, die Dateigröße bleibt eigentlich fast identisch, auch wenn die Animation an sich eine Minute lang geht. Also ob es 5 Sekunden sind oder eine Minute, ist eigentlich egal. Die Dateigröße wird eigentlich mehr dadurch bestimmt, wie viele Ebenen in dieser Datei selbst sind. Wir haben ja recht viele Ebenen, deswegen wird das schon etwas mehr an Kilobytes sein, die wir nachher haben. Aber es wird trotzdem noch kleiner sein als so manches Bild. Von dem her passt das erstmal gut. Hintergrund setze ich mir mal auf weiß. So. So, und jetzt fange ich mit einfachen Keyframe-Animationen an. Ich möchte, dass es so eine Kaubewegung macht, also sich so im Kreis dreht hier mit dem Mund. Jetzt suche ich mir die Ebene raus, und zwar hier, Mund, und öffne die Einstellungen dazu, gehe unter Transformieren, und hier kann ich jetzt Keyframes setzen, also zur Position, zur Größe, durch Skalieren oder die Drehung oder der Kraft. So, also ich setze mir gleich zu Anfang hier bei der Position einen Keyframe. Und jetzt kann ich 10 Keyframes weiter nach vorne gehen, indem ich Shift, Command und die Pfeiltaste nach rechts drücke. Dann geht er automatisch 10 Schritte nach vorne, also 10 Bilder. Und jetzt kann ich einen neuen Keyframe setzen. Ich kann jetzt einfach diesen Mund hier ein bisschen nach unten links bewegen. Das mache ich einfach, indem ich auch die Pfeiltaste benutze und Shift gedrückt halte. Dann geht er gleich einen 10er Schritt weiter. So reicht mir das eigentlich schon. Jetzt gehe ich wieder 10 Keyframes weiter nach vorne. Ich drücke wieder Shift, Command und die Pfeiltaste nach rechts und bewege den Mund jetzt per Drag and Drop einfach ein bisschen hier in die Mitte. Das ist jetzt ein bisschen weiter unten als zu Anfang. Und jetzt gehe ich wieder 10 Keyframes weiter und jetzt setze ich ihn nach oben rechts. In etwa so. Und jetzt will ich wieder die Ausgangsposition ganz zu Anfang bei den nächsten 10 Keyframes. Das heißt, ich kopiere mir einfach den ersten Keyframe, den ich hier mal gemacht habe. Jetzt gehe ich wieder 10 Keyframes nach vorne und füge den einfach ein. Und jetzt hat der Mund automatisch die Ausgangsposition. Wenn ich das jetzt abspielen würde, wird es wahrscheinlich ein bisschen ruckelig sein. Mein PC hat gerade viel zu tun durch das Screen Recording, deswegen sieht es wahrscheinlich ein bisschen ruckelig aus. Aber ihr seht im Großen und Ganzen schon, wie die Bewegung jetzt läuft, genau. Also hat schon diese Kaubewegung drin. Das Ganze kann ich mir jetzt noch kopieren. Also ich kopiere mir all diese Keyframes, die auf den letzten Keyframe, den ich gemacht habe, zurück. Und das kann ich hier durch diese Pfeiltasten tun. Dann bin ich exakt auf diesem Keyframe drauf und jetzt kann ich wieder 10 Keyframes nach vorne, kann das wieder einfügen. Jetzt habe ich quasi genau die gleiche Bewegung wieder. Jetzt gehe ich wieder auf den letzten Keyframe, gehe wieder 10 Keyframes davon nach vorne und kopiere es wieder rein. Gehe wieder auf den letzten Keyframe. Das mache ich jetzt quasi bis zum Ende der 5 Sekunden so. Wieder 10 Keyframes einfügen, wieder nach vorne. 10 Keyframes nach vorne einfügen und so. Wieder 10 Keyframes nach vorne und einfügen. Das heißt, jetzt habe ich auch die Ausgangsposition wieder vom Mund. Das heißt, hier stoppt er, ist quasi wieder die Ausgangsposition. So, jetzt habe ich alle Keyframes drin. Was ich jetzt noch mache, damit die Bewegung an sich ein bisschen flüssiger läuft, ich markiere mir alle Keyframes hier und sage mit einem Rechtsklick auf den Keyframe, nicht daneben, sonst ruft ein anderes Menü auf, also genau auf einen Keyframe gehen. Und dann sage ich hier bei Keyframe Assistenten Ease. Das heißt, er macht die Bewegung viel flüssiger und harmonischer. Das heißt, er startet langsam, wird dann schneller und hört langsam wieder auf und geht dann in den nächsten Keyframe und da wieder genau das gleiche von vorne. Das wird viel flüssiger sein. Jetzt sehen die Keyframes quasi wie so ein kleines X aus hier. Und genau, das macht schon viel aus von der Animation selbst. Das macht es viel dynamischer und harmonischer. Okay, den Mund habe ich jetzt animiert. So, den Mund haben wir animiert. Jetzt will ich den Grashalm im Mund ein bisschen animieren. Der bewegt sich nicht genau identisch wie der Mund. Deswegen, ich will, dass er sich so ein bisschen wackelt bei der Kaubewegung selbst. Jetzt gehe ich also wieder hier auf die Ebeneneinstellung unter Transformieren. Und auch hier gehe ich wieder ganz zum Anfang. Setze mir einen Keyframe, indem ich auf diese Stoppuhr klicke bei der Position. Gehe wieder 10 Keyframes nach vorne
und nehme hier auch noch eine Drehung mit rein. Das heißt, ich gehe nochmal kurz zurück, hier noch eine Drehung mit rein und gehe jetzt nach vorne. Und jetzt kann ich diese beiden Parameter quasi auch wieder setzen. Ich gehe jetzt erstmal beim ersten, bei der Position, gehe ich mit den Pfeiltasten einfach so ein paar leichte Bewegungen nach links und nach unten. So, das reicht eigentlich schon. Und ich mache noch eine kleine Drehung rein. Das heißt, vielleicht so 1 oder 2%, vielleicht eher minus. Minus 1 oder 2%, ja, minus 2%, sieht gut aus. Jetzt gehe ich wieder 10 Keyframes nach vorne und setze hier wieder auf 0 mit der Drehung. Und bei der Position gehe ich auch mit den Pfeiltasten wieder so ein bisschen nach rechts. Wird quasi so ganz leicht nur mitgeschwungen bei der Kaubewegung. Jetzt gehe ich wieder 10 Keyframes nach vorne und jetzt kann ich quasi in die andere Richtung drehen, also plus 2. Und auch bei der Position ändere ich nochmal ein bisschen was. Das heißt, ich klicke hier wieder auf diese Position und drücke mit den Pfeiltasten ein bisschen weiter nach rechts und gehe nach oben. Und jetzt zum nächsten Keyframe kopiere ich mir wieder den Anfang, das heißt die beiden, und füge die hier ein. So, und auch hier markiere ich mir wieder alles und sage Keyframe Assistance auf Ease und Ease. Und jetzt kann ich mir die quasi auch wieder nehmen und 10 Keyframes nach vorne kopieren, wieder auf den letzten gehen, 10 Keyframes nach vorne kopieren, wieder auf den letzten nach vorne und kopieren, bis ich quasi wieder am Ende bin. Ich kann das noch mal kurz versuchen abzuspielen, aber wie gesagt, wird wahrscheinlich sehr ruckelig aussehen. Das wird nachher alles ganz flüssig sein. In der Vorschau, das seht ihr dann selbst. So, und ich sehe gerade noch einen Fehler. Der Grashalm ist unter dem Mund. Das heißt, den will ich eigentlich da drüber haben. Das heißt, ich nehme einfach die Ebene und setze sie in der Hierarchie einfach ein bisschen drüber, über den Mund. So. Und wenn ich es jetzt bewege, dann müsste auch der Grashalm quasi unterhalb der Nase zu sehen sein. Genau. So. Na, das sieht doch schon nach ein bisschen Kauen aus. Das nächste, was wir jetzt machen können, ist, dass wir die Augen ein bisschen schließen. Jetzt suche ich mir die Augen raus. Und zwar hier. Gehe wieder auf die Ebenen Effekte, transformieren. Und hier gehe ich quasi auch ganz an den Anfang. Ich gehe hier auf etwa eine Sekunde. Und jetzt möchte ich, dass die sich quasi zukniepen. Und das schaffe ich, indem ich eine Skalierung mache. Ich sage einfach hier skalieren. Und hier nehme ich diesen Link weg. Das heißt, ich kann jetzt hier die Größe individuell einstellen. Also nicht, dass es gleichmäßig skaliert, sondern nur eine Achse. Und ich nehme jetzt die hintere und setze die quasi auf 0. Ihr seht schon, das wird jetzt hier kleiner. Sagen wir mal so 10%. Und jetzt gehe ich quasi 10 Keyframes zurück. Setze das hier wieder auf 100%. Gehe 10 Keyframes nach vorne und wieder 10 Keyframes nach vorne und hier wieder auf 100%. So, und jetzt müsste er einfach mit den Augen quasi die einmal so zukneifen. Genau. Vielleicht machen wir sie ganz zu. Setzen das auf 0%. Oder sagen wir mal besser 1%. 2 ist besser. So, und jetzt müsste er eigentlich beim Kauen quasi diese Augen einmal zukneifen. Genau. Sieht hier einfach noch ein bisschen langsam aus. Aber wie gesagt, die Animation geht nur 5 Sekunden, von denen her passt das eigentlich so. Den kann ich mir jetzt eigentlich auch beliebig kopieren, irgendwo auf der Timeline hier, vielleicht hier nochmal einfügen. Dann blinzelt er zweimal und dann passt das so eigentlich auch schon. So, als letztes können wir vielleicht noch, oder als vorletztes können wir vielleicht noch den Pferdeschwanz ein bisschen bewegen. Den suche ich mir jetzt noch kurz raus. Ich glaube, der war ganz unten irgendwo. Pferdeschwanz hier, genau. Gehe wieder in die Ebeneneinstellung rein, auf Transformieren. Und hier möchte ich auch eine Drehung reinhaben und die Position ein bisschen verändern. Und das Erste, was ich hier mache, ist, dass ich mir den Ankerpunkt ein bisschen versetze. Und das ist quasi dieser Ankerpunkt. Das heißt, er soll sich ja von der oberen Achse von hier
nach unten so ein bisschen bewegen. Und wenn ich jetzt hier eine Drehung reinsetze, wir können das mal kurz demonstrieren, wenn ich jetzt hier eine Drehung mache, dann dreht er sich anhand von dem Mittelpunkt. Und den müsste ich mir eigentlich erst noch versetzen. So, und jetzt kann ich mir diesen Mittelpunkt oder Ankerpunkt verschieben, indem ich einfach die Taste Y drücke. Und dann kriege ich dieses Symbol. Und wenn ich jetzt hier drüber hovere, dann kann ich den einfach nur nehmen und per Drag and Drop wieder dahin verschieben, wo ich ihn haben will. Also hier oben in die Ecke. So. Und jetzt, wenn ich quasi eine Drehung reinsetze, also ich setze hier mal ein Keyframe bei der Drehung und gehe 10 oder ja, vielleicht besser 20 Keyframes nach vorne. Und jetzt sehe ich, setze ich mir so eine leichte Drehung nach hinten und gehe nochmal 10 Keyframes nach vorne und gehe quasi auf minus 10. So. So, und jetzt habe ich eine erste Bewegung in dem Pferdeschwanz hinten drin. Es ist noch nicht so ganz glimpflich, musst du wie so ein bisschen wackeln quasi. Das heißt, er geht einmal nach vorne, dann wieder zurück und dann wieder in die Ausgangsposition. Das heißt, ich gehe wieder 10 Keyframes nach vorne und sage hier bei der Drehung 0. Jetzt wäre er wieder am Anfang. So, das spielen wir mal kurz ab. Genau. Also es sieht noch nicht so dynamisch aus, deswegen ich glaube, ich muss die Bewegung noch ein bisschen, bisschen weitersetzen. Also bei der ersten Bewegung, also der zweite Keyframe hier, ich markiere mir den nochmal und sage, er soll nicht nur 10%, er soll 20% nach hinten gehen. Okay. So, dann schaue ich mir das nochmal an, wie es jetzt wirkt. Ja, noch ein bisschen starr, aber es liegt wahrscheinlich auch an der Form von diesem Pferdeschwanz. Ich nehme jetzt nochmal die Keyframes und setze sie wieder auf Ease und Ease, damit das wieder ein bisschen flüssiger und dynamischer wirkt. Was ich jetzt noch machen kann, ist auch ein bisschen mit den Keyframes noch rumzuspielen. Ich kann mir die ein bisschen außerhalb dieser 10 Keyframes setzen, dann wirkt das auch nochmal ein bisschen dynamischer. Ich glaube, wir können das noch ein bisschen verändern, damit es noch ein bisschen so ein Vor, Zurück und Vor, wie so ein Pendel so ein bisschen bekommt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal auf den Keyframe, wo der quasi wieder in der Mitte ist. Das heißt, Moment, wir sind erst so, sind erst Ausgangsposition, dann geht er nach hinten, dann geht er nach vorne, da muss er wieder ein Stück nach hinten. Das heißt, hier gehe ich wieder in den Plusbereich, vielleicht sage ich hier plus 5. Und dann gehe ich nochmal 10 Keyframes nach vorne und sage jetzt hier 0. Und jetzt kriegt er diese Pendelbewegung, die mache ich vielleicht noch ein bisschen schneller. Also setze den Keyframe hier näher an die erste Position ran. Und jetzt müsste das auch schon ein bisschen besser aussehen. Genau. Genau, das sieht so ein bisschen aus, als würde er mit diesem Pferdeschwanz so eine Fliege abwehren. Ihr werdet es nachher sehen in der Vorschau, dann, wenn das flüssig aussieht, dann kann man es auch nochmal nachträglich ein bisschen anpassen. Was wir jetzt noch als nächstes machen könnten, ist vielleicht den Kopf ein bisschen bewegen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal auf den Kopf selbst, hier auf Kopf 2, mal kurz einbinden. Genau, das ist eigentlich die Grundform vom Kopf. Den öffne ich jetzt auch wieder unter Transformieren. Und auch hier setze ich quasi vielleicht hier bei 20 etwa wieder eine Position und eine Drehung. Die Position brauche ich gar nicht, kann ich einfach wieder rauslöschen. Ich brauche nur eine Drehung. Und hier muss ich auch den Ankerpunkt noch mal ein bisschen versetzen, weil ich will nicht, dass er sich hier in der Mitte ausrichtet, sondern da oben quasi. Das heißt, ich drücke wieder Y und kann jetzt hier auf den Ankerpunkt klicken und per Drag and Drop das dann nach da oben verschieben. So in etwa. Das sieht gut aus. Jetzt kann ich quasi eine Drehung machen. Das sieht jetzt erstmal wahrscheinlich komisch aus. Gehe ich auch irgendwie so auf plus 10. So, genau. Erstmal sieht es noch komisch aus, aber wir können das gleich noch verbinden mit all den anderen Ebenen darüber. Genau, dann gehe ich hier auf 40 und sage, ja, vielleicht dann minus 10. Okay, und gehe dann 20 Keyframes davon. Ich möchte jetzt, dass der Kopf sich nur ganz langsam bewegt oder etwas langsamer als sonst. Also habe ich hier 0. Und genau, hier natürlich mache ich auch wieder diese Ease und Ease Bewegung mit rein.
und das kann ich auch nachträglich noch verändern. Also das ist jetzt unsere Hauptebene, unsere Grundebene, an der wir quasi den ganzen Kopf ausrichten. Das heißt, ich markiere mir jetzt alle Ebenen, die die gleiche Bewegung haben sollen wie diese Grundebene. Das heißt, Teil 1 von dem Kopf, dann der Mund, das Gras, Gesichtskonturen, ja, das wird wahrscheinlich auch dazugehören. Genau. Dann die Haare, muss man kurz schauen, welche das sind. Könnte sein, dass das nicht so gut rüberkommt gleich, wenn sich das mitbewegt. Deswegen, ich lasse das hier erstmal weg. Also die Augen sollen auf jeden Fall mit rein. So, den Schatten brauchen wir dann nicht. Nase muss mit rein, ups. Und ich glaube, das war's auch schon. So, und jetzt können wir diesen Kopf 2 hier wieder deaktivieren. Und jetzt gibt es hier dieses Kabel-Tool. Weil ich jetzt all diese Ebenen hier markiert habe, kann ich jetzt mit diesem Kabel einfach auf diese Hauptebene ziehen. Und jetzt sind all diese markierten Ebenen quasi dieser Hauptebene untergeordnet. Das heißt, jetzt bewegt sich alles dementsprechend mit. So. Jetzt kaut er, während er den Kopf ein bisschen schüttelt. Die Bewegung an sich ist ein bisschen zu schnell. Ich mache die jetzt mal ganz langsam. Jetzt mal hier irgendwie ein Keyframe hin. Mal da. Vielleicht den ganz am Anfang. Und theoretisch kann ich mir das jetzt auch hier wieder kopieren. Und da nochmal hinsetzen. Und er macht das dann quasi eigentlich alles so, wie ich das haben will. So. Okay, dann spiele ich das nochmal kurz ab. Ja, bewegt den Kopf jetzt definitiv zu viel. Sieht jetzt auch ein bisschen aus wie so ein Pendel. Das soll es eigentlich nicht sein. Ich will das ja eigentlich nur ganz leicht haben, weil das sieht sonst unnatürlich aus. Deswegen sage ich hier nicht minus 10, sondern ich sage hier vielleicht minus 5 oder ist vielleicht immer noch zu viel. Machen wir mal lieber minus 2. Bei dem nächsten gehen wir auch dann nur so. Ja, das ist auf 0, das ist okay. Dann gehen wir hier auf plus 2. Ups. Jeden ausgewählt. So. Genau, hier auf 2. Und die letzte Ebene müssen wir auch nochmal schauen, das ist minus 10. Das heißt, da müssen wir minus 2 setzen. Und wir sollten vielleicht noch darauf achten, dass er eine gleichmäßige Bewegung hat. Das heißt, mit dem Punkt, mit dem wir starten, mit dem sollte er auch wieder aufhören. Dann können wir das Ganze in eine Wiederholschleife setzen, ohne dass es komisch aussieht und er nicht so einen zerhackten Move mit drin hat. Das heißt, ich kopiere mir hier diese Anfangsebene und setze die ganz nach hinten. Hier und lösche die andere Ebene raus. So, und jetzt startet er quasi, oder jetzt endet er mit dem gleichen Keyframe, mit dem wir auch quasi anfangen. Deswegen, das kann in so einer Endlosschleife laufen und sieht so aus, als würde sich nicht wie diese ganzen GIFs, die wir auf WhatsApp kennen, immer wieder an so einem falschen Anfangspunkt wieder starten. Also das ist wichtig, dass das Anfang und das Ende gleich sind. Okay, genau, das Ganze speichere ich mir jetzt erstmal kurz ab. Hier nenne ich das einfach mal Pferd-Animation. Die Datei stelle ich euch auch gerne zur Verfügung, könnt ihr gerne runterladen und auch damit ein bisschen rumexperimentieren. So, die Animation ist jetzt vorerst fertig. Ich habe jetzt nichts Aufwendiges gemacht, nur so ein paar Keyframes gesetzt. Aber ich denke, ihr habt verstanden, worum es geht, was ihr so machen könnt. Ich würde keine aufwendigen Effekte mit reinsetzen, zum Beispiel so ein Blur-Effekt oder sowas, irgendwie so eine Unschärfe oder einen Schatten. Das funktioniert nicht immer. Deswegen, ich würde versuchen, bei diesen einfachen Keyframe-Animationen zu bleiben und auch damit kannst du schon sehr viel erreichen. Und jetzt müssen wir das Ganze exportieren und dazu rufen wir unter Fenster Erweiterung die Erweiterung Body Moving auf und alle Kompositionen, die wir hier drin haben, die wird er schon automatisch hier drin haben. Am Anfang zeigt er hier nur so 3 Punkte an und nicht diesen Pfad schon. Da könnt ihr aber nachträglich auch noch draufklicken und einfach den Speicherort auswählen. Ich will das jetzt hier reinspeichern. Ich nenne das Ganze jetzt nicht data.json, sondern Pferd-Animation. Und ihr seht schon, das ist .json, das ist einfach das Dateiformat vom Script. Ich sage sichern. Jetzt muss ich es noch hier auswählen mit dieser kleinen Checkbox und dann muss ich hier oben auf Rendern klicken. Jetzt läuft er hier einmal durch und sagt, es ist fertig. Und jetzt kann ich quasi den Ordner aufrufen und mir die Animation anschauen.
falls das hier nicht klappen sollte, kann es sein, dass ihr vielleicht ein bisschen zu weit gegangen seid bei der Animation selbst, falls ihr irgendwelche Effekte eingebaut habt, die das Tool nicht als Script exportieren kann, dann kann das hier der Fehler sein. So, und jetzt habe ich die Datei fertig exportiert. Jetzt kann ich sie mir anschauen und dazu gehe ich einfach in den Finder und den Ort, wo ich sie gespeichert habe. In meinem Fall ist das hier auf dem Desktop und hier ist die Pferdanimation.json-Datei und die kann ich jetzt im Browser öffnen. Da gehe ich jetzt auf Safari und öffne mir die Seite lottifiles.com/preview, also genau diese Seite hier. So, und hier kann ich jetzt die JSON-Datei einfach hochladen. Das heißt, ich nehme jetzt hier diese Pferdanimation.json, ziehe die hier rein. Ich gehe jetzt hier noch auf die größere Ansicht, auf Expand. Und hier seht ihr jetzt auch, hier sind keine Pixel mehr drin. Es läuft jetzt noch ein bisschen ruckelig hier bei der Kaubewegung. Die würde ich vielleicht im Nachhinein noch mal ein bisschen anpassen. Hier beim Pferdeschwanz sieht das schon ganz in Ordnung aus. Ich kann mir das jetzt hier noch mal so zur Vorschau ein bisschen größer ziehen und wirklich beliebig hochskalieren. Und zum Test kann ich auch nochmal andere Hintergrundfarben setzen, einfach nur zum Gucken, wie es damit wirkt. Genau, und diese Animation setze ich jetzt auf meine Website, auf meine WordPress-Website. Das heißt, ich gehe auf meine Seite, demianfenske.com, und melde mich im Backend-Bereich an. Dann gehe ich auf Seiten und ich erstelle neue. Ich benutze dafür Elementor, kann ich wärmstens empfehlen. Elementor ist einfach eine Erweiterung, mit der du beliebig deine Seiten designen kannst. Das geht super einfach, super schnell, ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Ich erstelle mir jetzt einfach hier eine neue Seite und sage hier mit Elementor bearbeiten. Genau, und von meiner Seite, die ist einfach standardmäßig schwarz im Hintergrund, deswegen muss ich hier gar nicht so viel tun. Ich gehe jetzt hier noch auf die Einstellung und sage, dass der Header und der Titel und die Breadcrumbs ausgeblendet werden sollen. Ich möchte das Seitenlayout als Elementor Canvas. Genau, und jetzt kann ich mir die Seite eigentlich basteln, so wie ich es möchte. Jetzt kriegt ihr noch einen kleinen Crashkurs in Elementor, aber dann seht ihr, wie schnell und einfach so eine Seite aufgebaut ist. Ich setze mir hier einfach so einen Frame rein, klicke hier oben auf dieses Menü und setze mir eine Überschrift drauf. Und ja, da tippe ich dann einfach nur ein Page Not Found. Passe noch den Stil an. Ich möchte, dass sie weiß ist. Und deutlich größer. Also was nehmen wir hier mal? 60 Punkt. Und ich möchte, dass sie zentriert ist. Und ich möchte noch, dass sie ein bisschen mehr Abstand zum oberen Bereich hat. Das kann ich hier über den Margin und Padding erstellen. Ich sage einfach mal hier oben 100 und nach unten hin vielleicht 60. Und jetzt kann ich mir noch einen Frame hier reinziehen und hier soll jetzt eigentlich meine Animation reinkommen. So. Und hier wähle ich jetzt einfach nur aus Lottie. So. Ich ziehe jetzt einfach das Feld hier rein und hier kann ich jetzt einfach die JSON-Datei hochladen. Das heißt, ich gehe auf Datei hochladen und ziehe mir wieder per Drag and Drop die Pferdanimation hier rein. Sag Medien einfügen. Ist jetzt noch sehr klein, aber ihr seht, es funktioniert schon. Ich kann die Größe noch bestimmen, indem ich jetzt hier zum Beispiel einfach die Breite in Prozent angebe. Ja, soll vielleicht hier so auf 60% sein. So. Und dann setze ich mir darunter vielleicht noch mal kurz einen kleinen Erklärungstext, um das ein bisschen zu erklären, was hier eigentlich gerade passiert ist. Auch hier will ich den Text natürlich weiß haben. Ich könnte das auch direkt hier über die eigentlichen globalen Farben einsetzen. Ich will den auch noch ein bisschen größer haben. Ich nehme mal 16 oder besser 18 und setze ihn auch in die Mitte. Hier mache ich das hier. Okay, und natürlich brauche ich dann nach unten noch einen Button, der einen dann auch wieder zurück auf Home lenkt. Und den setze ich mir einfach hier rein. Den will ich auch in der Mitte haben. Und ich sage nicht hier klicken, sondern bitte go back to home. Als Link setze ich einfach meine interne Webseite, interne verknüpfte URL-Inhalt. Und dann suche ich noch nach der Seite. Bei mir ist es Home. Dahin soll es verlinken. Und genau. Dann ändere ich noch so ein bisschen den Stil vom Button, damit es ein bisschen einheitlicher aussieht. Hier kann man natürlich auch globale Sachen verwenden. Genau, ich will noch ein bisschen den Style vom Button ändern, deswegen ich will hier noch einen Eckenradius von besser 4. Und genau, der Padding, der passt so. Ich will noch ein bisschen Abstand nach oben hin.
Das heißt, ich nehme hier vielleicht 40 und beim Stil selbst sage ich noch, die Textfarbe soll bitte weiß sein und eine Hintergrundfarbe will ich eigentlich keine haben. Das heißt, ich kann hier einfach die Transparenz auf 100% setzen. Aber zum Ausgleich möchte ich einen Rahmen, der durchgezogen ist und der soll ein Pixel breit sein. Und als Icon nehme ich einfach hier aus der Icon-Bibliothek einen Pfeil, den Arrow nach links, den hier, sag einfügen und sag speichern. Und jetzt ist die Seite eigentlich schon fertig. Ihr seht, die Animation hat gestoppt, sie ist nicht in einem Loop. Ich möchte sie aber immer in der Wiederholschleife haben, deswegen klicke ich jetzt hier nochmal drauf auf diese Box und sag beim Inhalt, hier bei den Einstellungen, es soll im Loop sein. So, und jetzt müsste der immer und immer weiterlaufen. Hier kann ich sogar noch die Geschwindigkeit einstellen, wie schnell der sich bewegen soll. Das kann ich also im Endeffekt auch noch anpassen. Sag einfach speichern. So, die Seite ist eigentlich fertig. Ich habe das jetzt soweit erstellt. Ich würde jetzt noch ein bisschen Feinschliff machen, aber das braucht ihr jetzt erstmal nicht sehen. Ich zeige euch jetzt einfach so das Endergebnis, wie es jetzt aussieht. Ja, wunderbar. Es läuft. Das Pferd kaut, guckt ein bisschen treu doof durch die Gegend, genauso wie ich es wollte. Wie gesagt, die Animation an sich kann man noch ein bisschen optimieren, aber es reicht, glaube ich, zum Demonstrieren, was so möglich ist. Und genau, falls ihr noch wissen wollt, wie ich das jetzt als 404-Page einstelle, das zeige ich auch nochmal ganz schnell, geht ganz kurz. Dafür braucht ihr nämlich nochmal ein extra Plugin, oder in meinem Fall braucht man dafür ein extra Plugin. Glücklicherweise ist WordPress da so offen und hat so eine große Community, dass da ständig was Neues erscheint oder zu jedem Problem eigentlich ein Plugin erscheint. Es gibt auch Nachteile, aber im Großen und Ganzen habe ich eigentlich immer sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das Plugin, was ich benutze, das heißt einfach 404 Error Page oder 404 Page. Ist einfach schon aktiviert und das finde ich dann jetzt hier unter Designs, 404 Fehlerseite. Und jetzt kann ich hier eigentlich nur meine Seite auswählen. Also es ist im Prinzip hier diese Seite. Ich muss sie noch richtig benennen. Das mache ich auch noch mal kurz. Gehe jetzt hier auf Quick Edit und sage 404 Page. So, sage aktualisieren. Jetzt gehe ich unter Design, 404 Fehlerseite und wähle mir einfach nur meine 404-Page aus. So, und jetzt immer, wenn ein Nutzer auf meine Seite kommt und der Pfad sollte aus irgendeinem Grund nicht funktionieren oder eine Seite wurde umbenannt, dann kommt er automatisch auf diese 404-Error-Page. Und das sieht dann im Großen und Ganzen etwa so aus. Man sieht natürlich diesen Frame hier oben von WordPress dann nicht. Genau, und hier kann er dann eigentlich zurücknavigieren auf Home. So, und dann kommen wir auch schon zum Abschluss zu diesem Tutorial. Wir haben eine Grafik aus Illustrator exportiert. Wir haben das Ganze dann in After Effects importiert. Wir haben eine einfache Keyframe-Animation gemacht und haben diese Keyframe-Animation dann mit Lottie-Files exportiert in ein Script. Und dieses Script konnten wir dann mit WordPress und Elementor auf einer Seite veröffentlichen. Also, alles in allem eigentlich eine super einfache Sache. Klar, man kann jetzt bei der Animation noch ein bisschen kreativer werden, ein bisschen mehr ins Detail gehen und ein paar mehr Keyframes setzen. Das überlasse ich aber dir. Und ich hoffe, dir hat das Tutorial gefallen. Lass mir gerne ein Like da und ich freue mich über jede Rückmeldung, über jeden Kommentar. Und wenn du mehr solche Videos gucken willst, abonniere doch meinen Kanal. Und damit würde ich sagen, ciao und bis bald.